Ja, alle zwei Jahre ruft hier die Biennale Architekten und Architekturliebhaber nach Venedig, um letztendlich die Arbeit der Architekten ins Zentrum der Öffentlichkeit zu rufen. Und wir sind jetzt hier im Deutschen Pavillon, der in diesem Jahr mit dem Thema Unbuilding Walls bespielt wird. Und ja, bei mir stehen hier, ja, kuratiert natürlich und gestaltet von Graft Architekten, bei mir stehen hier Thomas Willemeid und Lars Krückeberg. Herzlich willkommen erstmal. Sehr schönes Projekt ist das geworden, auf jeden Fall. Mich würde erstmal eure ganz persönliche Sicht auf das Thema Grenzen und Freiheit vielleicht und so weiter interessieren. Letztendlich das, womit ihr auch arbeitet beim Vortrag. Ja, Freiheit liegt immer da, wo ich eben keine Grenze, keine harte Grenze aufbaue. Das ist ja im übertragenen Sinne auch fast Lebensmotto von Graft, einer Strategie des Verbindens von Gegensätzen. Deswegen liegt es nahe, sich eben damit zu beschäftigen, wie man Mauern abbaut, wie man Verständnis leben kann, auch für eine andere Sicht auf die Dinge und wo ist das offensichtlicher passiert als im Prozess des Zusammenwachsens der beiden deutschen Staaten und der beiden Berliner Stadtteile. Es geht uns wirklich dabei darum auszuloten, nicht was ist immer der richtige Weg des Aufeinanderzugehens, sondern was sind die vielleicht sehr heterogenen Strömungen, die unterschiedlichen Strategien, um miteinander Zukunft zu bauen und auch Ambivalenzen zuzulassen. Das ist eigentlich das, was am Ende Freiheit ausmacht, dass man keine harten Regeln oder Begrenzungen auch des Denkens schafft. Die Grenze an sich, die Mauer, ist ja ein höchst architektonisches Thema am Ende. Die Mauer, gut, ein Dach letztendlich mit einer Mauer wird zu einem Gebäude. Wie seht ihr das aus architektonischer Sicht, dieses ganze Thema? Ja, man muss da Unterschiede machen. Ja. Also eine Mauer, wie die Berliner Mauer es war, die Mauern in den Köpfen, die Mauern, die wir teilweise ja repräsentieren, die in der Welt gebaut sind, haben wenig zu tun mit einer Mauer eines Hauses mit einem Dach drauf. Im Grunde genommen auch nicht mit einer klassischen Stadtmauer. Ja. Mauern sind ja nicht per se schlecht. Deswegen muss man differenzieren, über welche Mauern man spricht. Wenn wir über Mauern sprechen, die teilen, ja, dann wird es einfach interessanter, beziehungsweise sind das die Mauern, mit denen wir uns hier beschäftigen. Als Architekt natürlich ist Grenzziehung und Einfriedung sind unsere Mittel, um Raum zu schaffen. Ja. Wichtiger ist eigentlich, was für einen Raum man dann schafft. Ist das ein freier Raum? Ist das ein zugänglicher Raum? Ist das ein Raum, der öffentlich ist, den Leuten zur Verfügung steht? Ist das ein Raum, der sich verändern kann, der flexibel ist, der zukunftsweisend ist, weil er eben nicht zu starr oder monokulturell gedacht ist? Deswegen muss man überlegen, über welche Mauern man da wirklich spricht. Uns interessieren, wie gesagt, Mauern, die trennen. Und zwar so trennen, dass kein Dialog mehr möglich ist. Im Grunde ist es dann zu spät. Eine Mauer wird dann gebaut, wenn der Dialog aufhört, als letztes mögliches Mittel. Das muss einem auch klar sein. Und das zeigen wir ja der Welt auch. Eine Mauer, wenn sie erstmal dort steht, lebt ziemlich lange. Wir hatten das Glück, dass sie gefallen ist durch den Mut und den Freiheitswillen der Ostdeutschen. Aber selbst wenn so eine Mauer physisch verschwindet, und es hat Wochen gedauert, sie abzureißen, aber das Unbuilding in den Köpfen, also die Mauer in den Köpfen nach und nach abzubauen, das ist ein Generationenprozess und der Prozess ist bis heute noch nicht abgeschlossen. Deswegen, ja, also wer nach Mauern ruft und schreit als Allheilmittel oder als Easy Fix, sollte sich vielleicht ein bisschen angucken, wie lange das bei uns gedauert hat und es ist ja zum Glück gut ausgegangen. Und es gibt in der Ausstellung einen ganz bestimmten Punkt, der ganz wichtig ist für die Ausstellung. Welcher ist das denn? Ja, wenn man den Pavillon betritt, dann gibt es einen Moment, je nach Körpergröße ist es ein bisschen anders, wo sich vor einem im Grunde genommen ein schwarzer Balken, eine schwarze Mauer auftut, die aber nur in diesem Augpunkt, in diesem Moment sich manifestiert. Wenn man dann bereit ist, sich zu bewegen, also einen Perspektivwechsel zu machen, mal ein Ding von einer anderen Position anzuschauen, merkt man, dass diese Mauer aufgeht, dass sie sich fragmentiert und einen Raum freigibt. Also deswegen heißt es ja vom Death Strip to Free Space, also das, was ein Todesraum war, war plötzlich ein freier Raum in Deutschland. Und diesen Raum beschreiben wir, die Haltung von Architekturen, die immer damit zu tun hatten, wie dieses Land zusammenwächst. Also eine öffentliche Debatte, eine gebaute Debatte auf diesen Mauerstreifen. Das ist die Metapher bzw. unsere Übersetzung, um räumlich in das Thema einzuführen und es zugänglich zu machen.
Es geht ja am Ende nicht nur um ein Berliner Thema. Natürlich ist das eine zentrale Geschichte an dem Ganzen, aber es geht auch darum, weltweit zu gucken, was für Mauern existieren, welche werden gerade gebaut und so weiter. Wie geht die Ausstellung an dem Punkt drauf ein? Ja, es ist uns ganz wichtig, einerseits Projekte zu zeigen in Deutschland und in Berlin, die konkrete architektonische, landschaftsplanerische Projekte sind. Oder auch Phänomene eigentlich des Verschwindens von Dörfern entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze bis hin zum Iron Curtain Trail, der heute als Radwanderweg zwischen von Finnland bis zum Schwarzen Meer erlebbar macht, wo mal die Grenze war. Aber das sind eben physische Realitäten und uns war es ganz wichtig, deswegen machen wir das ja auch zusammen mit Marianne Birtler und nicht alleine als Architekten, die Dimension von Mauern in den Köpfen, die Meinungen abzubilden, die der Ursprung sind dafür, dass man Grenzen zieht. Und das haben wir versucht dadurch in die Ausstellung zu integrieren, dass wir ein Journalistenteam durch die Welt geschickt haben. Die sind also von Nordkorea über Israel, Westbank Barrier, über Zypern, Ceuta Melilla, die EU-Außengrenze, Irland, die Peace Walls, bis nach Mexiko, USA, die Grenze, die von Trump jetzt ja deutlich verstärkt werden soll, gereist und haben Menschen befragt, wie es sich anfühlt, an so einer Mauer zu leben, was für Beziehungen sie über die Mauer hinweg haben, ob sie sich vorstellen können, dass die Mauer mal fällt und was dann sein könnte. Und diese Meinungen bilden ein derart starkes Spektrum ab. Also wir sind ganz froh, wenn man davor sitzt, wird man reingesogen und lernt vielleicht auch die Komplexität des Themas kennen. Das Oberthema der ganzen Biennale ist ja Free Space von Grafton mit O-N hinten dran entwickelt. Gibt es da Berührungspunkte zwischen der Ausstellung Unveiling Walls und Free Space? Natürlich, ich meine, also wenn Mauern fallen, dann entsteht natürlich Freiraum. Aber bei uns ganz konkret ist das auch im übertragenen Sinne zu verstehen. Die Mauern waren gefallen, der Todesstreifen war ein offener Raum. Erstmal könnte man als Free Space bezeichnen. Erstmal ist es ein Potenzial. Aber wenn man dann genau hinguckt, sieht man, dass direkt nach der Maueröffnung eher aus der Sehnsucht danach zu vergessen, die Mauer zu vergessen, dieser Raum schnell gefüllt werden sollte, dass man eher die Spuren beseitigen wollte. Und dass je mehr wir in die Zukunft blicken, also in die nähere, jüngere Vergangenheit blicken, feststellen, dass auch das Beibehalten der Räume als Erinnerungsorte und auch die Offenheit, die zum Teil Berlin zu dem gemacht hat, was sie jetzt ist, die offenen, leeren Potenziale, die temporär genutzt wurden, dass die einen ungeheuren Wert darstellen. Und diese Dynamik in der Psychologie des Umgangs mit Spuren der Vergangenheit, das ist das, was uns interessiert und was wir wirklich porträtieren wollen. Was man auch dazu sagen muss zum Thema Free Space von Grafton, als wir uns beworben haben mit diesem Thema, war das Hauptthema der Biennale noch gar nicht bekannt. Man musste sich früher bewerben, dieser Auswahlprozess in Deutschland ist ja ein langer, da muss man durch mehrere Gremien, bis man das am Ende gewinnt und war natürlich heilfroh, als das Thema rauskam und sagten, also from Death Strip to Free Space, also passt ja wie der A auf den E. Und es ist wirklich interessant zu sehen, dass das ein eigentlich sehr vages Thema, Free Space, also das Gefühl, da kannst du ja alles machen. Das machen aber nicht alle alles. Es sind immer ähnliche Themen, ob man sich den israelischen Pavillon anguckt oder die Amerikaner, die sogar die amerikanisch-mexikanische Mauer auch als Thema haben. Dass die Verhandlung der freien Räume für die Öffentlichkeit für alle ein Herzanliegen ist. Und deswegen wird es sehr konkret eigentlich, was Grafton gemacht hat, was sich erstmal vage anhört, wird hier fassbar in der Auseinandersetzung unserer Städte, unserer urbanen Zentren, diese Zugänglichkeit. Das ist wirklich ein tolles Thema und es ist eine wirklich relevante Biennale in meinen Augen. Absolut, finde ich auch. Ich sage nochmal herzlichen Glückwunsch zu dem schönen Beitrag und ja, jetzt gehen wir mal rein ins Genießen. Danke. Okay, danke schön. Danke.